Nach ungefähr 5 Jahren der Abwesenheit ist er nun endlich wieder da, der Microsoft Train Simulator. Und damit begrüße ich euch ganz recht herzlich, der NRW Boy 18 hier. Es ist endlich soweit. Dieses Let's Play kommt wieder zurück auf meinen Kanal. Die Leute, die es nicht wissen, eine kleine Einführung und deckt hoffentlich jetzt alles ab, was jetzt an Fragen aufkommt. Ich hatte damals, wo ich 2010, genau am 1.6.2010, mit dem Let's Playen angefangen hatte, ungefähr ein Jahr später, einen Crash. Das heißt, alle Videos, die ich damals zu dem Zeitpunkt dann online hatte, und das waren 2000 an der Zahl, waren von jetzt auf gleich gelöscht. Mein Kanal war ebenfalls gelöscht. Und den Kanal habe ich Gott sei Dank wiederbekommen. Da habe ich lange mit YouTube, damals war es nur YouTube, handeln müssen, aber sie konnten es wiederherstellen und ja, heißt also, meine ganzen Videos waren weg. Ich hatte sie Gott sei Dank gesichert, aber diese Videos hier nicht und somit ist der Train Simulator damals dann auch leider verloren gegangen. Mittlerweile ist es so, dass jedes Video, was ich hochlade, sichere ich mir auf einer externen Festplatte. So kann also nichts passieren. Meine Arbeit ist also für die Ewigkeit gesichert sozusagen. Ja, und das Besondere hier auch an diesem Spiel war damals, dass es mein wirklich allererstes Let's Play auf meinem Kanal war. Damals natürlich noch mit immens schlechter Qualität. Ich hatte hier ein Mikrofon, das hat glaube ich 3D-Mark. Nee, Euro hat man damals schon, um Gottes Willen, gekostet. Es war einfach nur grottenschlecht. Meine Art zu kommentieren und zu Let's Playen war natürlich auch noch total am Anfang. Jetzt hier natürlich wunderschön HD, Breitbild, neues Mikro, einfach nur herrlich, alles wunderbar. Und ja, ich hoffe, euch gefällt es, was ich jetzt hier alles so machen werde. Ich denke mal, dass diese Playlist auch weiterhin fortgeführt wird, ähnlich wie der OMSI. Dass ich immer mal wieder so zwischendurch einfach mal so eine Fahrt hier auf dem Train Simulator mache, weil es gibt hier wirklich, wirklich viele, viele Add-ons, die damals dafür rauskamen. Und da ist, glaube ich, die Möglichkeit hier Teile zu produzieren fast schier unmöglich. Endlich. Deswegen wird es immer mal wieder hier Videos zu geben. Einfach mal in die Playlist schauen und dann würdet ihr mit Sicherheit öfter jetzt mal was Neues finden. Aber jetzt erkläre ich euch erstmal das Spiel. Das Spiel ist damals im Prinzip so der Start der ganzen Simulatoren gewesen. Hinten nach dem Flight Simulator, der damals natürlich auch sehr angesagt war, kam damals halt dieser Train Simulator raus, wo man das erste Mal halt richtig Lokführer spielen konnte. Und das habe ich mir damals, als ich noch nicht bei der Bahn gearbeitet habe. Ich bin jetzt hier gerade die Verpackung. 2001, genau. 2001. Ne, da hatten wir D-Mark. Ich nehme alles zurück, um Gottes Willen. Da hatten wir tatsächlich noch D-Mark. Oh mein Gott, bin ich alt. Direkt gekauft. Damals, wie gesagt, noch nicht bei der Bahn. Und hab das gesuchtet ohne Ende und ja, danach kamen dann halt die ganzen anderen Simulatoren. Aber, wie gesagt, erkläre ich euch jetzt erstmal dieses Spiel. Wir haben hier damals dabei gehabt. Diese Linien hier. Das sind, wie gesagt, die dabei sind. Wir können mit dem Orient Express fahren, wir können in Tokio fahren, wir können hier in in Nordwest-England fahren und so weiter und so weiter. Aber die Add-ons machen dieses Spiel eigentlich erst zu dem, was es mittlerweile ist, nämlich dieser ganze Kult drumherum. Man kann mittlerweile hier Straßenbahn fahren, also die Fangemeinde ist hier wirklich sehr groß geworden, auch für jetzt der OMSI zum Beispiel, da hat man ja jetzt auch Straßenbahnen produziert. Zeitgleich hat man für den Train Simulator hier auch Straßenbahnen gezeichnet und ins Leben gerufen und hat dafür auch Strecken gemacht. Also finde ich auch wirklich sehr geil. Kommt vielleicht auch hier in diese Playlist. Mal schauen. Hier starten wir aber jetzt erst einmal mit einer, wie ich finde, sehr schönen Strecke. Das ist ein Add-on und zwar ist es German Railroads. Das ist damals mit einer der Hauptakteure gewesen, was die Add-ons anging und natürlich ProTrain, selbstverständlich. Und dieses German Railroads, die haben, wie der Name schon sagt, sich auf deutsche Strecken beschränkt und haben die auch wirklich in Vollendung dann auch ausgeführt. Da gab es damals halt dieses German Railroads Biggetal Volume 1, ich habe natürlich alle. Und 2006 kam dann, oder 2007 war es schon, ich weiß es nicht, eine überarbeitete Version von allen bis dahin erschienenen Add-ons, die natürlich dann auf das aktuelle Geschehen umgewandelt wurden. Das heißt, wir hatten neuere Fahrzeuge, die Aufgaben wurden ein bisschen abgeändert und so weiter. Wir spielen die Biggetal-Edition 2006 und da bietet es sich natürlich an, entweder 628 oder 218. Ich persönlich habe mich in beide Fahrzeuge verliebt. Ich habe sie lange Zeit gefahren und bin mit der 218 auch groß geworden. Und es ist einfach nur herrlich.
So, das schauen wir jetzt mal uns an. Das ist die Lollo, die wollen wir nicht. Winterdienst, gemütlich hier. Das ist 2019 Turbine. Sonntag ist Badetag. Ein Badezug zur Bigge. 2 Stunden ist, glaube ich, ein bisschen viel jetzt für den Anfang. Schienenbus auch. 2020 ist, glaube ich, auch ein bisschen, das ist Rangieren, das machen wir auch noch, keine Sorge, keine Sorge. Also ihr werdet jetzt immer mal wieder hier mit frischen Videos versorgt, keine Sorge. Aber jetzt zu Beginn, denke ich mal, fangen wir mit unserem neuen Nahverkehr an, nämlich 628 in Türkis. Und ich habe gerade eben reingeschaut, es ist faszinierend, es sind beides Düsseldorfer Fahrzeuge. Es ist einfach nur herrlich. Also, wir legen los, der Nahverkehr von Finnentrop nach Olpe. Und da sind wir im Führerstand. Erstmal als Einführung. Sie fahren den ersten 628 auf der Biggetalstrecke. Aufgrund des starken Zulaufs wegen des neuen Zuges haben Sie eine Doppeleinheit bekommen. Ja, schön, wenn der Hype heute immer noch so wäre. Oh, ein wenig laut, ein wenig laut, ein wenig laut. Und ja, das ist der Luftkompressor von unserem 628. Ich finde das Cockpit, das kann man mal wegmachen, ist wirklich sehr, 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 sehr gut gelungen. Bis auf... Hallo, Maus? Bis auf das hier. Das ist eigentlich nicht hier, sondern hier unten. Beziehungsweise da, Entschuldigung. Ist das jetzt hier? Ist mir jetzt wirklich ein Rätsel. Scheibenwischer, Pfeife, hier, ne, zum Reinsprechen in den Zug. Das hier ist die Feststellbremse oder auch Federspeicherbremse genannt. Das ist die normale Bremse. Das ist die Türwahl. Mit diesen Knöpfen macht man nur die vordere Tür zu. Und hier oben, das sind alles Taster, ja, die, wenn ich euch die erkläre, könnt ihr wahrscheinlich hier nichts mit anfangen. Viele von euch haben es natürlich auch lange gewollt, dass ich jetzt hier endlich mal so eine Simulation spiele, denn ich bin selber ja auch Lokführer und habe diesen 628 hier in Vollendung damals wirklich geliebt und gefahren. Jetzt aber leider Gottes schon sehr lange nicht mehr. Ich habe nächste Woche die Ehre, mal wieder einen 628 zu fahren. Da freue ich mich schon sehr drauf, aber jetzt erstmal hier. Wir haben das Cockpit, wir haben die Außenansicht. Das ist der 527 hier vorne. Das war ein Düsseldorfer Fahrzeug. Habe ich sehr oft gefahren. Und hinten haben wir den 497. Und das ist auch ein Düsseldorfer Fahrzeug gewesen. Das ist einfach nur herrlich, herrlich, herrlich. Ja. Wo sie jetzt mittlerweile fahren, weiß ich nicht. Einige von ihnen wurden ausgemustert und beziehungsweise Z-gestellt und verschrottet. Andere haben oben im hohen Norden eine zweite Zukunft. Andere im tiefen Süden eine zweite Zukunft gefunden. Nun ja. Ich trauere diesem Fahrzeug wirklich hinterher. Wir machen das Licht an. Dann gehen wir wieder in den Innenraum. Wir haben natürlich hier die Möglichkeit, einmal eine Außenansicht, eine Vorderansicht, eine Hinteransicht. Dann haben wir eine festgestellte Kamera, die außen steht. Und wir haben die Möglichkeit, in den Innenraum zu gehen. Das hier ist die erste Klasse im VS. Sozusagen im motorlosen Teil vom 628. Denn wir haben vorne einen motorisierten Teil. Hoppla, das sieht man hier unten drunter. Und wir haben einen nicht motorisierten. Deswegen, dieser Teil hier heißt VS, Steuerwagen. Und dieser heißt VT, Triebwagen. So einfach ist das. Da hinten wird rangiert mit einer schönen Köf. Ja, das ist Köf 1, glaube ich. Noch mit Handrad. Wir starten jetzt unseren. Da drüben surrt übrigens gerade eine 218. Der Sound ist wirklich sehr gut getroffen. Wir schauen uns jetzt erstmal den Fahrplan an. Und da müssen wir... Oh, in 20 Sekunden abfahren. Also, Richtungsschalter nach vorne. Bremse ein wenig lösen. Pfeife ist wirklich grottig. Also, so schlimm hat der sich nicht angehört. Aber nun gut, kann man drüber hinwegsehen. Jetzt genießen wir erstmal die Abfahrts... Abfahrtssound. Oh, hier hört man ein bisschen besser. Der hintere säuselt nur mit. Ist leider jetzt nicht, naja, des Königs Schuhe, aber besser als nichts. Und ich finde, für die damalige Zeit ist der wirklich grafisch wirklich sehr gut gelungen. Natürlich darf man es nicht mit den heutigen Zeiten vergleichen, die in High-End die Fahrzeuge präsentieren. Ich finde, er ist wunderschön getroffen. Das Türkis trifft es wirklich auf den Punkt, würde ich mal so sagen. Ja, ansonsten ist es einfach nur ein wunderschönes Fahrzeug. Hier innen drin, hoppla,
haben wir natürlich Stille. Erkennt man übrigens auch die erste Klasse an diesem gelben Strich oberhalb der Fensterlinie. Daran erkennt man immer, wo die erste Klasse sich befindet. Bigetal, dieses Add-on ist, obla, ist ein sehr gemütliches Video. Denn wir fahren hier durchschnittlich 50-60. Schneller gibt die Strecke es nicht her, denn ihr seht es selber, die Kurven sind hier wirklich enorm. Und auch die Menge, die macht's. Ansonsten, der Train Simulator damals, sein großes Manko, er hatte keine funktionierende PZB oder SIFA, in Anführungsstrichen. SIFA können wir hier einschalten, wo wir dann immer mal wieder hier eine Taste betätigen müssen. Und das ist dann die sogenannte, in Anführungsstrichen, SIFA-PZB, hat es aber hier leider nie gegeben. Ansonsten schauen wir uns die Umgebung an und da finde ich, hat man hier wirklich großartige Arbeit gemacht. Es ist wirklich schön animiert. Für die damalige Zeit, muss man immer wieder dazu sagen. Und es macht wirklich Spaß, hier zu fahren. Da wartet jemand auf uns, dass wir durch sind. Auf der anderen Seite merkt man natürlich an einigen Stellen, wir können natürlich auch rausgucken, nach hinten und nach vorne, merkt man an einigen Stellen das Alter des Spieles oder Schrägstrich Programm. Weil einige Sachen hier und da nicht so ganz rund laufen, sage ich jetzt mal. Wir haben hier keine Leute, die ein- und aussteigen, das ist schade. Wir haben keine Leute, die im Fahrzeug sitzen, das ist leider alles ein bisschen schade, aber hey, für die damalige Zeit ist es okay. Die Leute sind einfach nur Strichmännchen. Haartafel steht hinterm Bahnsteig, das ist auch ganz toll. Und wir sind angekommen. Sogar schon jetzt mit Verspätung. Es ist unglaublich. So, aber es passt. Haartafel, da muss der Zug mit der Spitze dran halten. Genau. Hier vorne haben wir HP1. Das heißt, Fahrt mit Streckengeschwindigkeit. Die beläuft sich hier jetzt noch auf 80. Jetzt gleich die 60, die haben wir ja vorher angekündigt bekommen. Und weiter geht's. Hegen. Oder Heggen. Nächster Halt Attendorn. Da ist, glaube ich, sogar ein See, wenn der jetzt hier sogar anfängt. Ich weiß es nicht genau. Bin ich sogar jetzt hier, das A steht im Prinzip dafür, dass ab hier die 60 gelten. Das heißt, ab hier muss man die 60 haben auf dem Tacho. Bin hier, wie gesagt, gewesen, denn genauer gesagt in Plettenberg, da gibt es das Aquamaris, das erste Schwimmbad weltweit mit einer stehenden Wasserrutsche, richtig geil gewesen, werde ich auf jeden Fall nochmal hinfahren, ob es dazu ein Let's Travel gibt, weiß ich nicht, weil es ist immer ein bisschen schwierig, so im Schwimmbad da ein Let's Travel aufzunehmen, deswegen weiß ich nicht, ob ich da ein Let's Travel hinkriege, aber ich gebe mir Mühe. Ja, links sehen wir ein Formvorsignal von hinten. Hoppla, ist mir ein bisschen zu schnell. Der 628 hat damals den üblen Beigeschmack dabei gehabt, dass er nicht so wirklich ein schnelles Fahrzeug war. Er lief in Anführungsstrichen nur 120 und dadurch, dass er nur auf einer Seite einen Motor hatte, hat er sich gefühlt manchmal schon ein wenig schwer getan zu beschleunigen. Aber in den Jahren, wo ich ihn gefahren habe, ich habe ihn wirklich lieben und schätzen gelernt. Er hat mich nie im Stich gelassen. Ich bin nie in der ganzen Zeit mit irgendjemandem oder mit irgendeinem Fahrzeug irgendwie wirklich ernsthaft liegen geblieben. Natürlich gab es mal im Sommer Probleme mit Übertemperatur oder im Winter hat mal eine Heizung nicht funktioniert oder halt sowas. Aber wirklich krass extrem liegen geblieben bin ich wirklich mit keinem der Fahrzeuge. Sie sind wirklich sehr, sehr zuverlässig. Man kann sehr bequem mit ihnen fahren als Fahrgast, als Lokführer. Der Stuhl ist jetzt auf Dauer vielleicht nicht so gemütlich. Da gibt es mit Sicherheit gemütlichere. Aber ich habe das Fahren auf diesen Fahrzeugen geliebt, auf dem Kongo, auf der RB38. Und ja, habe es wirklich richtig, richtig schade gefunden damals, als die Fahrzeuge dann verschwunden sind. Aber man hat sich beschwert, es sind hochflurige Fahrzeuge, das heißt nicht behindertengerecht, keine Klimaanlage und. Man hat eigentlich nur über diese Fahrzeuge gemeckert. Ja, und das war dann auch der Grund, warum sie ersetzt wurden gegen Fahrzeuge der Baureihe 644. Wettert man aber jetzt genauso drüber, also von daher. Viele sagen jetzt, wir wollen den 628 wieder haben. Idiotie am Bau. Aber ist so.
ganz ehrlich, ich fahre den 628 wirklich lieber als den 644. Wobei ich den Talent auch sehr, sehr gerne fahre. Aber nun ja. Die Zeiten sind leider vorbei. Damit müssen wir uns leider abfinden. Ich tue mich immer sehr schwer damit, mich dann halt... Oh, guck mal, da sind drei. Nee, doch nicht. Hier stehen auch Rehe links und rechts neben der Strecke. Ich hatte gedacht, das wären welche. Aber das waren nur ein paar Blumen. Ich tue mich, wie gesagt, immer sehr schwer, in solchen Situationen dann halt auch loszulassen. Etwas Neues zu akzeptieren oder etwas Altes wegzugeben, da tue ich mich persönlich immer sehr, 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 sehr schwer. Und ich dürfte kein Bahnchef sein, weil ich glaube, ich würde alles behalten und hätte nachher dann irgendwie so einen großen Fuhrpark, dass ich schon gar nicht mehr wüsste, wohin damit. Wobei auf der anderen Seite man auch sagen muss, dass man es in den letzten anderthalb, zwei Jahren hier wirklich übertrieben hat, allein schon mit der ICE-Flotte. Erst den Velaro, den noch nicht mal als ICE-4 deklariert hat, sondern als ICE-3, was ich persönlich auch total Käse finde. Hier übrigens jetzt HP1 und VR2, also Langsamfahrt erwarten. Hier müsste man mit der PZB eigentlich wachsam drücken, aber das funktioniert hier nicht. Da vorne sehen wir auch warum. VR2 wegen dem 40 Weichenbereich. Links haben wir eine 211, auch ein sehr schönes Fahrzeug, eine V100. Eine West V100. Genau, wo war ich stehen geblieben? Um Gottes Willen. Ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Genau, bei den ICEs bin ich stehen geblieben. Dass ich es nicht verstehen kann, warum man zu dem Velaro jetzt nicht sagt, wie ICE4 und gut ist. Nein, der IC muss verschwinden. Dann muss da wieder was Neues erfunden werden. Da muss was Neues erfunden werden. Ich finde das einfach nur furchtbar. Das ganze Geld hätte man sich schenken können und tatsächlich in den Ausbau der Strecken stecken können oder in die Modernisierung von Bahnhöfen. Da wäre das Geld meines Erachtens nach wesentlich besser angelegt gewesen. Aber nun gut. Haartafel halten wir wieder. Und guck mal hier. Das ist auch so eine geile Sache vom Train-Simulator. Ich stehe und trotzdem, ich bin angekommen und sofort wieder abgefahren. Als wenn ich gerollt wäre oder so. Das ist schade. Aber naja, auch die Überlänge, die macht hier überhaupt nichts aus. Es ist eine vorgegebene Aufgabe und dann sowas hier. Ah ja. So, Moment, das lasse ich mal drin, denn wir müssen hier erst weiterfahren. Um 20, Gottes Willen, was soll ich euch so lange erzählen? Im Moment läuft leider vieles aus dem Ruder bei der Bahn. Hier bei uns in Düsseldorf haben wir das Problem, dass wir jetzt für 2019, 2020... fast unser gesamtes Netz hier verloren haben. Wir haben alle REs bis auf einen verloren. Wir haben alle S-Bahnen verloren bis auf eine. Und das ist wirklich schon sehr, 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 sehr heftig. Aber auch gewollt von der Regierung. Denn wenn man es sich mal ganz genau anschaut, ist die Bahn ja noch zu 51% ein Staatsunternehmen. Das heißt, der Staat hat Interesse daran, sein eigenes Unternehmen sozusagen kaputt zu machen. Denn der will und sagt hinter vorgehaltener Hand, ja, 50% soll in private Hände, weil natürlich klar, es kostet dann kein Geld mehr. Wenn das Private machen, dann dürfen die nämlich dafür bezahlen. Und das ist der Hintergrund, warum die Politik will, dass die Eisenbahn hier in private Hände übergeht. Und die Eisenbahn hat nach einer Zeit auch resigniert und gesagt, so, wenn ihr nicht wollt, dann wollen wir auch nicht mehr. Dann konzentrieren wir unser Geschäft eben auf den Fernverkehr, auch irgendwo verständlich, aber... Es ist wirklich, jeder Hunds und Kunz kann hier eine Firma aufmachen und sich dann Eisenbahnverkehrsunternehmen schimpfen und dann hier Eisenbahn spielen. Das finde ich persönlich sehr, sehr schade. Auch finde ich es schade, dass man dieses Thema EU hier wirklich im extremen Maße, sage ich jetzt mal, auslebt. Alles muss europaweit ausgeschrieben werden und. Das finde ich einfach nur richtig, richtig scheiße. Auch hat man sich jetzt letztens darüber gebrüstet, dass die Fahrkartenautomaten ja überall von der Bahn aufgestellt werden, nur an vereinzelten Strecken, wo halt Privatunternehmen fahren, stehen auch Ticketautomaten von denen. Das muss geändert werden. Das kann ja nicht sein, dass die Bahn da das Monopol hat und hier überall ihre Automaten aufstellt und so weiter. Und deswegen ist man jetzt auch auf die Idee gekommen, die Vergabe für diese Ticketautomaten auch europaweit auszuschreiben. Und all solche Dinge finde ich persönlich einfach nur lächerlich und affig. Alles wieder in einen Topf schmeißen, 100% dem Staat offenlegen und dann dafür sorgen, dass der Fahrgast wieder von A nach B kommt. Das, finde ich, ist wirklich eine Aussage, die muss so getroffen werden und nur so, denke ich mal, kann die Bahn wieder zu Ruhm und Reichtum zurückführen. Weil wir sind damals ein kundenorientiertes Unternehmen gewesen mit der Zusammenlegung DR, DB und dann der Fusionierung zur AG.
ist dieser Gedanke dann verloren gegangen. Es wurde nur noch gewinnorientiert gearbeitet und das war im Prinzip der erste Weg, ja, in den Abgrund. Wir können weiterfahren. Oder auch nicht. Gut, warum jetzt das hier nicht kommt, ist mir ein Rätsel. Wahrscheinlich, weil das Spiel gedacht hat, ich bin schon längst wieder weggefahren. Aber wir fahren pünktlich weiter. 20. 3 Kilometer schon der nächste Haltepunkt. Oder Bahnhof. Ich weiß es nicht. Das hier ist auf jeden Fall ein Bahnhof. Wir haben einen Einfahrt und wir haben ein Ausfahrsignal. Die auch so leider nicht im Fahrplan stehen. Aber wir haben hier eine Weiche. Hier können Züge enden, wenden, kreuzen und so weiter. Tralala. Das macht einen Bahnhof aus. Ein Bahnhof ist eine Betriebsstelle. Und ja, nicht jeder Bahnhof, wie es für euch als Fahrgast letztendlich dann auch aussieht, ist auch wirklich ein Bahnhof betrieblich. Und viele sind nämlich nur Haltepunkte. So heißt es betrieblich bei der Bahn. Es ist kein Bahnhof, sondern es ist nur ein Haltepunkt. Für den normalen Laien, ja, das ist der S-Bahnhof. Ja, es ist aber oft kein Bahnhof, sondern nur ein Haltepunkt. Und, naja, so Halbwissen. Rechts haben wir gerade ein Form-Sperrsignal gesehen, was SA0 gezeigt hat. Diese Signale brauchen wir zum Rangieren bei der Bahn. So, das war das Einfahrsignal aus der anderen Richtung. Heißt, das Jennzeichen im Ebola, beziehungsweise Weichenbereich durchfahren. Wir können wieder Gas geben. Der Weichenbereich ist hier leider ein bisschen länger geraten. Ich denke mal, damals, wo die Leute dieses wunderschöne Spiel konstruiert und programmiert haben, war, glaube ich, niemand dabei, der auch nur einen Funken was vom Betriebsdienst verstanden hatte. Und deswegen hat man halt das so genommen, was so an der Strecke stand, hat genommen, hat es hier reingepackt und ja, hat sich das dann so zusammengereimt. Also so macht es den Eindruck für mich an manchen Stellen. Naja. Damals, wie gesagt, wo der Train Simulator hier eine richtig große Hausnummer war, habe ich euch ja eingangs schon gesagt, dass dann hier auch wieder das A für die 60. Hat man halt sich dann darüber beschwert, dass man hier keine PZB hatte. Und dann haben sich auch pfiffige Leute wieder dran gesetzt und haben einen anderen Simulator in Anführungsstrichen gebaut, nämlich Zusi. Das war damals einfach nur grottenschlecht. Das waren Pixelzüge, die durch eine Pixelwelt gefahren sind. Aber diese Pixelzüge hatten eine voll funktionsfähige PZB. I60R, das ist die Bauform. Und das hat dann schon auf der einen Seite schon Spaß gemacht, wenn man dann da wirklich mit einer funktionsfähigen PZB rumfahren konnte. Aber das war es dann auch alles. Weil landschaftlich und so alles, das war alles, naja, wie gesagt, Pixelhausen. Mittlerweile muss man aber sagen, dass, ich glaube, Zusi 3 oder Zusi 4 sogar rausgekommen ist, jetzt mittlerweile. Und dass sich das da enorm geändert hat. Also die Grafik ist wirklich bombenmäßig besser geworden. Aber ich persönlich muss sagen, habe ich seitdem nicht mehr gespielt. So, auch hier wieder selbes Prinzip. VR2, also Langsamfahrt erwarten. Da haben wir jetzt sogar eine super mega Langsamfahrstelle. Die müsste sogar in der LAR stehen, nämlich eine 20. Hier müsste man auch wachsam drücken. So, und die 20 kommen nach dem Bahnsteig. Okay, hier haben wir jetzt eine Kreuzung mit einem Schienenbus, der hier vorher gefahren ist. Ah, hier haben wir eine Pfeiftafel. Hätte ich jetzt nicht machen müssen, denn diese Pfeiftafel ist nur für durchfahrende Züge. Die habe ich jetzt hier, oder? Das haben wir nämlich oben drüber. Das ist eine normale Pfeiftafel. Ich gucke jetzt nochmal. Nein. Genau, die weiße Schild drüber. Das war nur für durchfahrende Züge. Soweit ich mich erinnern kann. Weil dieses Signal gibt es, glaube ich, nur noch in Deutschland. Ich weiß nicht, wie oft. Ah, jetzt haben wir es. Ja. Naja. Wir können Gas geben. Auch wenn niemand ein- und ausgestiegen ist. Aber wir haben einen großen Zulauf. Das Lustige ist, wenn wir hier nicht pfeifen, dann bricht das Spiel ab. Was nämlich dann sagt, pass mal auf, du hast einen Bahnübergang nicht ausreichend gesichert. So, da vorne haben wir die 20. Eben wegen dem Bahnübergang. Das ist ein unbeschrankter, ist das richtig? Jawohl, ist ein unbeschrankter Bahnhof. Bahnübergang. Heißt, wir müssen hier sichern. Ah ja, ich bin schon wieder viel zu schnell.
Sicherung durch DF, Annäherung langsam vor BÜ halten, sichern mit ZB1, mit Schrittgeschwindigkeit den Bahnübergang befahren bis unter Beobachtung der Verkehrsteilnehmer und dann, wenn die Mitte des Bahn... Ich will schon wieder Bahnhof sagen. Des Bahnübergangs erreicht ist, dann diesen schnellstens räumen. Apropos schnellstens, wir können 80 fahren. Wie lang dieser Teil jetzt hier wird, beziehungsweise die Teile, weiß ich nicht. Ich werde sie schneiden, weil alles hier in einem Video zu lassen, ist, glaube ich, ein bisschen viel. Deswegen werde ich das wieder splitten und dann in einzelnen Teilen dann hochladen. Wobei auf der anderen Seite, wenn ich jetzt hier mehrere Videos, dann ist es, glaube ich, auch blöd, wenn man dann wieder gestückelte Videos hat. Aber ich glaube, dann lasse ich es in einem Stück. Ich kann es mir ja leisten. Und 40 Minuten hatten wir da eben als Längenangabe. Ach komm, das passt. Hier auch wieder die 50 bestätigen. Wo kommt der? Ach, da müssen wir direkt auch schon wieder halten. Kurz vor dem Signal, so wie es aussieht. Ja, wir rollen runter. Hier geht es auch wieder ein bisschen berghoch. Es ist übrigens, wie gesagt, eine sehr schöne Gegend, wo ich in Plettenberg in dem Aquamaris war. Es ist Hochsauerland. Es ist wirklich eine traumhaft schöne Gegend. Man merkt auch sofort, dass die Luft anders ist. Wir sind... Ach, guck mal hier im Licht. Die Luft ist anders. Man atmet ganz anders und es ist einfach nur eine traumhaft schöne Gegend. Also für einen Kurzurlaub wirklich absolut zu empfehlen für Leute, die hier aus der Gegend kommen. So, wie heißt der Haltepunkt hier? Listerschalt. Eieiei. Schön an der Haartafel. Sehr schön. 6 Sekunden. Oh wei, oh wei. Dann muss ich direkt schon wieder weiter. Eieiei. Naja, lalalala. So, jetzt muss man aufpassen, dass wir nicht zurückrollen. Gas geben und dann Bremse lösen. Dann geht die Fahrt sofort nach vorne. Sehr schön. Das fand ich damals auch wunderschön beim Train Simulator, dass man diese Außenkameras nutzen konnte und dann richtig schön den Zug an sich vorbeifahren lassen kann. Genießen wir es mal. Tunnel, da geht sowieso dann obla in den Innenraum. Ich bin viel zu schnell. Eieiei. Ja, im Innenraum. Erste Klasse. Schön mit Abteiltüren. Oh, und das fand ich auch immer herrlich im 628. So, und da vorne kommt auch schon der nächste Bahnhof. Aufgrund der Sparpolitik der Bahn, die dann auch irgendwann gesagt hat, so, die und die Gleise brauchen wir nicht mehr, die Ausweichstelle brauchen wir nicht mehr, die Weiche brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr, fliegt alles raus, ist natürlich, oder hat dazu geführt, dass halt sehr, sehr viele Bahnhöfe dann zurückgestuft wurden, betrieblich zu einem Haltepunkt. Und das spart natürlich dann immens viel Geld, denn je weniger Weichen man warten muss und je weniger Gleiskilometer man warten muss, ja, desto weniger Geld muss man ausgeben. Und was ich damit sagen möchte, ist, dass wir, gut, 2006 jetzt vielleicht nicht mehr, aber zur damaligen Zeit, halt Bigge, in den 70er, 80er Jahren, war hier jeder Punkt, wo wir gehalten haben, war auch wirklich betrieblich ein Bahnhof, wo wirklich jemand vor Ort war, also ein Fahrdienstleiter und so weiter. Und ja, das haben wir heutzutage alles nicht mehr. So, hier sind wir jetzt
In Hohenhagen. Okay. Obla, 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 obla. Fast dran vorbeigefahren. Wohnwagen ohne Räder. Sehr schön. Und ich bin... Wow. Ich bin sogar zu früh. Und ich stehe richtig am Bahnsteig hinten, aber vorne nicht. Hier ist eine Aufgabe gewesen, wo wir dann einen Sonderzug hier hingefahren haben. Ja, weiter rauszoomen können wir leider nicht. Deswegen müssen wir uns so... So können wir uns auch nicht angucken. Och, Mann. Dann eben so. Hier ist nämlich so ein Campingplatz. Und ja, hier geht's schon ab. Auch wenn hier nur 3 Leute am Bahnsteig stehen. Eieiei. Aber ihr seht es schon an der Ein- und Aussteigzeit, dass hier wirklich eine Menge los sein sollte. Aber sich trotzdem leider nichts tut. 4,97, der 6,28. Habe ich immer sehr, sehr gerne gefahren. Oh, das reißt Wunden auf, die schon längst geschlossen waren. Na komm jetzt. Genau. Und weiter geht's. Sondern. Genau. Bin ich schon wieder zu schnell? Ja. Das sind doch nur 10 km/h, Mensch. Der nächste Halt kommt in... Ah, 700 Metern fast. La, 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 la. Ich hatte damals den Wupper-Express hier vorgestellt. Das war damals ein Fanprojekt, was von Fans gemacht wurden, logischerweise. Hier Lichtsignal, HP1 mit VR1. Also Fahrt und Fahrt erwarten. Hier haben wir jetzt wieder einen Gegenzug. Ja, hallo. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Eine V200. Die musste jetzt auf uns warten. Genau, und da fährt sie jetzt gleich ab. Genießen wir mal das Außenbild. An Ausstieg. Oh, guck mal da, über 1 Minute. Hier haben wir natürlich etwas länger Aufenthalt, weil hier natürlich die Möglichkeit ist, dass zwei Züge sich begegnen können. Dahinter und davor haben wir es wieder eingleisig. Deswegen hier einen längeren Aufenthalt. Hier auch wieder wunderschön. Segelboote. Wie süß. Der Blick auf den See. Da vorne hätten wir halten müssen. Ich weiß, aber nun ja, das reicht. Marken Käfer. Guck mal, da sitzen sogar Leute in dem Bus drin, der auf dem Parkplatz steht. Und hinten ist eine wunderschöne Textur für einen Fenster drauf kopiert. Ah, oh, herrlich. Herrlichst. Gut, was sagt die Zeit? Oh, Leute. Noch über 2 Minuten. Was soll ich jetzt hier über 2 Minuten lang quatschen? Eiei. Mache ich das Video nur unnötig länger? Wir haben hier auch die Möglichkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier in der Aufgabe funktioniert, aber es gibt hier auch die Möglichkeit, die Fahrzeuge zu entkuppeln. Dass man in einem Editor, der hier mit selber bei ist, dann halt auch fernab des Spieles, sich Züge zusammenstellen kann. Also man hat dann sozusagen alle Waggons und alle Loks, die man hat, in einer Liste. Und man kann die sich dann ganz einfach, wie man will, zusammenstellen. Dann speichert man diesen Zug, benennt ihn und dann startet man hier den Train Simulator und kann sich dann diesen Zug aussuchen und damit fahren. Dann kann man sich zum Beispiel alle Loks, die man hat, in einen Lokzug zusammenpacken und kann die dann alle entkuppeln und sich dann irgendwie zurecht rangieren in einem BW und all solche lustigen Sachen habe ich damals gemacht. Das hat enorm viel Spaß gemacht, aber auch fast den ganzen Tag gedauert. Dann hat man sich's angeguckt und dann hat man gesagt, schön,
und hat das Spiel ausgemacht. Aber nun ja. Damals das, was ich hier aufgenommen hatte für die Playlist, ich glaube, das waren auch nur 3 oder 4 Videos, die sich dann, wie gesagt, um eine Fahrt handelten, eben benannten oder eben beschriebenen Wupper-Express. Das ist halt eine Strecke, die Leute konstruiert haben, die Strecke von Köln nach Dortmund, einmal über Düsseldorf und einmal über Wuppertal-Hagen. Bin ich immer sehr gerne gefahren. Kannte man die S6, konnte man dann nämlich zum Beispiel fahren von Köln-Messe-Deutz nach Essen Hauptbahnhof. Und da habe ich euch was gezeigt. Ich glaube, ich bin damals mit einer 218 gefahren. Von Dortmund nach Schlag mich tot. Ich kann mich da echt nicht mehr daran erinnern. Weil, wie gesagt, das ist über 5 Jahre her. Ist, hört sich jetzt nicht lang an, aber bei der Flut von Spielen, die ich jetzt hier hinter mir habe, kann ich mich echt nicht mehr daran erinnern. Ja, und das war, weiß ich nicht, insgesamt war es, glaube ich, auch so 40 Minuten lang. Musste ich damals natürlich noch schneiden, weil länger als 10 Minuten dürfte kein Video sein. Heute ist es anders, heute belasse ich es dabei. So, wir können weiter. Bitte einsteigen. Das war eine Schnellbremsung. Das ist jetzt der Luftpressor. Der super mega schnell pumpt. Genau. Ist leider alles nicht so ganz original. Aber nun ja. Direkt schon mit 15 Sekunden Verspätung. So, wir haben HP1, also Fahrt, und links, der hat HP0, nämlich Halt. Logischerweise. Schlimm wäre, wenn nicht. Und jetzt rollen wir in den Tunnel. Jetzt haben wir hier wieder 80. Weichenbereich durchfahren. Wir können Gas geben. Aber ich glaube, so viel Gas brauchen wir gar nicht geben. Genau, in 800 Metern kommt nämlich direkt der nächste. Mal ein bisschen Zeit reinholen. So, diese... Naja, 50! Stimmt, da unten. Jetzt sehe ich es auch. Ein Haltepunkt ist zu erwarten. Das war das Signal, was da unten stand. Da ist er ja schon. Eieiei. Dann ging ich schnell. 60 Bahnsteigkante anfangen, eingebremst. Sollte fast bei jedem Bahnhof oder Haltepunkt ausreichend sein. Ja, und hier sehen wir auch, das kommt gut. Ah, da bin ich ja schon komplett am Bahnsteig. Ah, fast eine Minute zu früh. Hohohoho. So morgi dat. So morgi dat. Hier ist das Vorsignal für in die andere Richtung. Das zeigt jetzt VR0, also Halt erwarten. Also, die meiste Zeit verbringt man hier mit Warten. Das ist auch irgendwie scheiße. Ah. Selbst wenn man sagt, man macht jetzt hier ein paar, weiß ich nicht, Minuten Verspätung, irgendwie bei den Standzeiten hier, sind die dann auch wieder ruckzuck weg. Schubididu, schubidida, schubidi, schubidi, schubididu. Wann es die nächste Folge gibt, weiß ich nicht. Ich denke mal, ich werde gleich die Zeit nutzen und mich an den Omsi schmeißen. Da ist nämlich auch im Moment der schienengebundene Verkehr angesagt, denn wir fahren Straßenbahn. Da fahre ich, ich glaube, das ist die Linie 203. Ich meine, 203 war das. Die von Gelsenkirchen Hauptbahnhof nach Gelsenkirchen Buhr-Rathaus geht. Die zeige ich euch nämlich auch noch. Und dann die Überlegung, die 107 in die andere Richtung zu zeigen, wobei ich da, glaube ich, mittlerweile Abstand genommen habe. So, wir können weiter. In 3 Kilometer, das heißt, wir können jetzt tatsächlich mal ein bisschen fahren. Kuckuck. Herrlich, 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 herrlich. Diese Außenkameras, die fand ich damals schon immer herrlich. Wenn man dann so einen schönen langen Zug hat, der so geil an einem vorbeifährt. Okay, wenn er natürlich länger ist, dann sieht man natürlich nicht mehr die Spitze, aber... Hier ist das die perfekte Länge,
Weil wir können uns die Wagen aussuchen, die wir uns angucken wollen. Hier gucke ich mir jetzt sozusagen den letzten Wagen an. Wenn ich mir jetzt den ersten angucken würde, dann würde das Bild natürlich viel früher kommen, aber auch dann viel schneller weggehen. Herrlich, 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 herrlich. Ja. Wellblechbude. Das ist schon der nächste... Nee, halt, da halte ich ja gar nicht. Olpe. Der nächste Halt, Olpe. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Wir hatten damals auf dem 628, das war so die letzten anderthalb Jahre ungefähr, oder die letzten zwei Jahre, haben wir einen Umbau bekommen bei unseren Düsseldorfern 628. Wir hatten, im Prinzip müsst ihr euch vorstellen, hier, ich hoffe, die Maus seht ihr jetzt, hier ungefähr rechts neben dem Schwanenhals hatten wir dann eine USB-Schnittstelle bekommen, die mit dem Zug verbunden war. Und mit unserem Diensthandy müssen wir uns zu jedem Dienst, jeden Zug, den wir fahren, müssen wir uns einbuchen, damit halt diverse Leute sehen oder direkt sehen, wer auf den Zug halt der Lokführer ist und so weiter alles. Und mit diesem Programm hat man dann halt auch Ansagepakete mitgegeben. Und diese Ansagepakete konnte man dann hier nutzen, indem man sich sozusagen auf seinen Zug eingebucht hat. Dann sieht man dann halt auch, welchen Bahnhof man anfahren muss, welcher der nächste Halt ist und so weiter, wann Abfahrt, wann Ankunft und so weiter. Das kann man alles daran sehen. Und dieses Telefon mit dem Programm, RIS nennt sich das, für uns Lokführer, das ist ein anderes RIS als das, was ihr da kennt, konnte man sich dann halt mit dem Zug verbinden. Oh, da fährt ein Schienenbus. Hallo Schienenbus. Und dann konnte man damit, oh, sehr schön, wir haben Halt, dann Ansagen generieren, die dann in den Zug überspielt wurden und so kamen dann automatische Ansagen. In Echtzeit. Also man konnte da wirklich sagen, pass mal auf, hier Düsseldorf Start und nächster Halt Neuss und dann kamen da auch Anschlussmöglichkeiten. Bei jedem großen Hauptbahnhof kamen dann Anschlussmöglichkeiten. Die wurden durchgesagt mit der bekannten Stimme und dann wurden die überprüft über das Programm und wenn ein Zug Verspätung hatte, wurde dann auch gesagt, heute voraussichtlich 10 Minuten später und von Gleis 4, wenn zum Beispiel eine Gleisänderung war. Also das war eine richtig, richtig geile Erfindung. Warum man das leider nicht auf andere Züge übertragen hat, ist mir ein Rätsel. Aber nun ja. Hallo, Kollege. Musst du auch auf mich warten. Ja, so ist das bei einer eingleisigen Streckenführung. Schade, schade. Nur die 628 aus Düsseldorf haben diese Schnittstelle bekommen. Aus Köln, die wir ja damals auch hatten, die in die Eifel gefahren sind, hatten diese nicht. In Hagen, die 628er, da weiß ich es nicht genau. Mittlerweile sind unsere Düsseldorfer halt auch abgegeben worden an andere Dienststellen, unter anderem auch an Hagen. Also unser 628, oh, da ist eine Haartafel. Unser 628-661, nee, da muss ich drüber fahren. Leider, es tut mir leid, ich muss drüber fahren. Der 628-661, der ist nach Hagen gegangen und fährt jetzt in Hagen. Und da habe ich natürlich auch mal die Chance genutzt, oh Gott, ich bin zu spät, da mitzufahren und es ist wirklich eine richtig schöne Sache, wieder in diesem Zug zu sitzen. Herrlich. So, aber ich bin jetzt schon zu spät, warum habe ich Halt? Kollege Fahrdienstleiter, normalerweise würde jetzt direkt die Aufgabe abgeschlossen. Ach, das war's. Stimmt, ich fahre nur nach Olpe. Ist ein Ding. Ja, Freunde, das war's also. Wir sind in Olpe angekommen. Stimmt ja. Ich hätte jetzt... Wir schauen uns die Auswertung an. Sie haben zwei kleinere Bedienungsfehler verursacht. Sie haben vier Bahnhöfe zu spät erreicht. Die Gesamtverspätung beträgt 1 Minute und 23 Sekunden. Ich glaube, das... Sie haben die Geschwindigkeitsmeile 8-mal für die Dauer von 3 Minuten und 3... Ja, das ist das. Wir haben vier Bahnhöfe, kleinere Bedienungs... bei Kilometer... Sie haben einen Bahnhof während des Ein- und Aussteigens der Fahrgäste verlassen. Die Notbremse gezogen. Ja, also das war mein Fehler, weil das ist auch so Quatsch. Der Lokführer kann nicht die Notbremse betätigen. Das ist reinweg eine Sache, die nur der Fahrgast kann. Ich habe die Bremse zu weit angelegt. Dann gehen wir über in eine Schnellbremsung.
die dieselbe Wirkung hat wie eine Notbremse. Das heißt, man macht ein großes Loch in die Hauptluftleitung, Luft entweicht und der Zug legt sofort in der schnellstmöglichen Zeit mit dem höchstmöglichen Bremsdruck an. Ja, und während des Ein- und Ausstieges verlassen, das stimmt überhaupt nicht. Ihr habt es gesehen, ich stand, die Bremse war angelegt. Das ist leider so ein Fehler vom Train Simulator, den ich so leider nicht abstellen kann, aber der auch bekannt ist. Ja. Das war Aufgabe neuer Nahverkehr auf der Karte Biggetal 2006. Das war mein erstes großes Video wieder für den Train Simulator. Die Playliste hier, wie ja versprochen, wird jetzt wieder nach und nach gefüllt. Und ja, wann das sein wird, werde ich euch natürlich nicht sagen können. Da bitte überraschen lassen. Also bitte nicht jetzt fragen, wann kommt die nächste Folge Train Simulator. Ich werde auch die Pro-Train-Add-ons vorstellen, keine Sorge. Und dann lassen wir uns einfach mal überraschen, wann die nächste Folge kommt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis hierhin erstmal. Bis zum nächsten Mal hier im Train-Simulator. Macht es gut. NRW Boy 18. Adieu.